Die North Carolina State Fair in Raleigh. Kuh und Kirmes. Das ist eine Mischung, die jedes Jahr rund 1 Million Besucher anzieht. Amerikaner mit festem Händedruck. Auch sie sollen am 6. November abstimmen über den weiteren Kurs Amerikas. Und ich will herausfinden, wie sie denken. Hier in North Carolina gibt es nicht nur ziemlich große Kürbisse, sondern auch ein enges politisches Rennen. Bei den Zwischenwahlen werden etwa ein Dutzend Abgeordnete für das Repräsentantenhaus in Washington neu gewählt. Und bislang haben die Republikaner die Mehrheit. Das könnte sich aber ändern und damit könnten sich auch die Mehrheiten in Washington insgesamt mit verschieben. Erstmal werden hier aber nur Schweine bewegt. Vorführrunde der Juniorenzüchter. Die amerikanischen Farmer sind traditionell konservativ. Owen ist 5 und hat seine beiden Schweine schon präsentiert. Seine Eltern und Bekannten wollen alle für die Republikaner stimmen, weil Trump unter anderem Umweltauflagen abschaffen will. Die haben uns so viele Vorschriften aufgedrückt, das macht unser Geschäft kaputt. Und das tut vor allem den kleinen Bauern, den Familienbetrieben weh. Ich denke, Trump wird uns helfen. Es geht nur so langsam, weil da so viele Leute mitbestimmen wollen. Um all diese Menschen hier wird erbittert gerungen. Nur ein paar Meter voneinander entfernt. Republikaner und Demokraten werben um Wähler. Die Demokraten versprechen mir bei der Wahl eine blaue Welle. Die Ladies für Trump dagegen einen roten Tsunami. Eigentlich wird gar nicht über den Präsidenten abgestimmt, sondern über Abgeordnete. Trotzdem sprechen alle hier über Trump. Er bewegt schnell was. Trump kümmert es nicht, was die Leute über ihn denken. Wenn er in seinem Herzen weiß, dass es richtig ist, dann geht er mit Vollgas voran. Er verschwendet keine Zeit wie all die anderen Politiker, die sich so viele Fragen stellen. Trump weiß, was gut ist und macht es dann einfach. Beim Trecker-Track geht's um maximale PS, viel Rauch und Radau. Ich treffe Caitlin, gerade 18. Sie fährt tatsächlich auch so einen Monster-Trecker. Als eine der ganz wenigen Frauen. Das kann schon gefährlich sein. Deswegen müssen wir ja feuerfeste Anzüge tragen. Caitlins Mutter ist stolz. Ihre Tochter hat diese Männerdomäne erobert. Beide unterstützen Trump und die Republikaner, damit alles so bleibt, wie es ist. Aber was sie genau damit meinen, wollen sie mir nicht sagen. Ich merke gerade, wie schwer das ist, mit den Menschen über Politik zu sprechen, zumindest vor der Kamera. Die Leute sind unheimlich vorsichtig. Und das liegt einfach daran, dass die Politik die Amerikaner so sehr spaltet, wie schon seit Jahren nicht mehr, wie vermutlich seit dem Vietnamkrieg nicht mehr. Was mir auffällt, demokratische Wähler sind mir gegenüber offener. Vielleicht, weil sie so sauer sind. Ein Fünftel der Menschen in North Carolina sind Afroamerikaner. Und die wählen meist Demokraten. Das gilt auch für Brian und Lisa Smith. Beide arbeiten mit Obdachlosen, die oft psychisch krank sind. Aber gerade bei den Ärmsten werde gekürzt, ärgern sie sich. Ich bin nicht begeistert über viele Entscheidungen des Präsidenten. Ich bin auch besorgt über seinen Geisteszustand. Ich mag die Art nicht, wie er unser Land regiert. Und ich hoffe, dass die Leute rauskommen und wählen, damit wir langfristig jemand anderen ins Amt bekommen. In dieser traditionellen Root-Bier-Bude gibt's kein Bier, sondern Kräuterlimonade von Gail und Grant Simmons. Die beiden sind über 80 und haben viele Präsidenten gesehen. Sie wählen ihr ganzes Leben schon konservativ. Aber wie viele moderate Republikaner machen sie sich jetzt Sorgen? Das Land ist inzwischen so zerstritten, der Riss geht durch immer mehr Familien. Also, das macht mich schon betroffen. Unser Sohn, der denkt ganz anders als wir. Irgendwie ist er über die Jahre so ein Linker geworden. Wir sind uns in vielen Sachen nicht einig. Er ist dann so verbohrt. Das hilft doch keinem weiter. Ein langer Kirmestag geht zu Ende. Viele hier haben mir erzählt, dass sie hart arbeiten, dass ihnen ihr Glaube wichtig ist, dass keiner faul sein darf in Amerika. Viele finden, Trump poltert zu viel. Aber die Ergebnisse, die stimmen doch, sagen sie. Weiß ich jetzt, wie North Carolina abstimmt? Nein. Aber wirklich alle haben mir gesagt, dass sie zur Wahl gehen wollen. Und allein das ist schon mal eine gute Nachricht.